Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem 3 vs. 3 in Age of Empires 3. Mit mir, Gaius Julius Caesar, mal wieder als Holländer und in meinem Team mit dabei einmal der Spray, grüß dich. Was geht? Und der Dominik, grüß dich. Hallo. Ihr spielt beide als Briten, ich als Holländer. Unsere Gegner sind Engel des Todes als Jupiter verkleidet, Antigraf und Danio. So, jetzt versuche ich das... erstmal das Mikro kurz irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, ich habe nämlich keine Herde. Ja, meine Herde ist total weit im Süden. Gut, das ist halt auch Neuengland. Damit muss man zurechtkommen. So, der Gesandte darf mal überall hinlaufen. Okay, die ersten Klicks sind gemacht. Ja, von der Taktik her. Wie wollen wir vorgehen? Also ich als Holländer spiele meistens eher defensiver. Ich würde halt schon defensiv spielen mit dem Boom. Ja. Und halt dafür aber trotzdem stark Truppen messen und dann halt aufpassen, dass aber keiner auf See geht. Insofern, dass halt keiner von uns macht. Ja, klar. Just. Ja. Ja. Alles klar. Jage. Hallo? Jage. So, meine Mine ist schon mal auch recht weit weg, das ist auch nicht so schön. Gut, kann man nichts machen, Kommando. Egal. Also ich würde dann auf Longbows gehen, Dominik. Okay, ja, mach ich. Nur Longbows? Okay. Ja, hatte ich gar nicht vor. Ich meine, wenn es gegen Gaius klappt auf der Map. Wie im Stream. Oh fuck, das ist meine Siedlerin gar nicht mehr Kundschaft, jetzt wollte ich mir mit der einen Schatz holen. Ja, immer schön konzentrieren. Kommando? Und nicht solche Fehler machen, ne? 80 okay. Nahrung, was haben wir hier? 40 EP. Ich glaube, ich hole mir die 80 Nahrung. Schaffe ich es alleine gegen einen Banditengewehr schützen? Ja, ich kann dir ein bisschen helfen, sonst hole ich mir den hier. Ja, ja. Die laufen hier schon wieder viel zu weit weg. Okay. Jage. So. Warte, was? Oh, Alter, ich dachte gerade, ich hätte aus Versehen Siedler gegen den Kojoten verloren, aber der hat mir 9 AP überlebt. Ja. Ja, okay. Oh, lol. Ach nee, das bist du, das dachte ich schon. Das dachte ich schon, hier ist ein Gegner, der den Schatz, Willst du den dann haben, oder soll ich den nehmen? Wie ist es dir lieber? Ja. Mir ist wahrscheinlich besser, wenn du ihn nimmst, oder? Ja, okay. Ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn du schnell Truppen aufs Feld bringst. Klar. Jage. Jage. So. Hauptsache einer von uns hat den Schatz. Oh, 135 EP sind auch stark. Ich habe jetzt noch meinen Schuss übrig. Ja. Du kannst ja einmal kurz ein bisschen unten erkunden und hier gleich wieder zurückkommen. Mach, mein Schuss ist eh fast ready. Ich stelle mich da schon mal hin. Ah, perfekt. Sehr gut. So. Gleich mal die 3 Siedler schicken. Oh, der Japaner hat aber auch eine kleine Armee. 2 Hunde. Und seine Kundschaft heißen Cristiano und Ronaldo. Natürlich. Kann ich schießen? Ja, ich kann hier so. Ich geh schon mal. Okay. Anfalle! Anfalle! Just. So, die EPs sind auf jeden Fall nicht schlecht. Kommando. Okay. Das ist ganz gut. Kommando. Ich ga. Jage. Ja. Jage. So. Ja, ich werde nicht so schnell agen können. Dafür habe ich dann 16 Siedler. Kommando? Okay. Boah, hier sind nochmal 135 EP. Das ist ja krass. Die Schätze hier sind echt immer geil. Ja, also falls ihr wieder... Du bist... Ah, nee, hier ist der Gegner. Hier ist der Gegner in der Nähe. Ich werde also erstmal keinen Schatz holen. Oh, shit. Jetzt habe ich das Agent vergessen. Ah. Hallo? Hauthacker. Klar, Hauthacker. Hallo, Hauthacker. Klar. Na, ich warte mal lieber noch. Ah, wo ist hier die nächste Herde? Die sind da, die sind voll weit weg, die ganzen Herden. Das ist richtig bescheuert. Ja? Kommando?
Ja, die müssen wir halt irgendwie trotzdem ranschießen. Ne? Okay. Na, ich glaube, ich habe Engel gegenüber von mir. Das tut mir leid für dich. Ja. Hauthacke. So, Marktplatz wird gebaut. Klar. Hallo. Handelaar. Ah, ja, ich werde noch ein bisschen mehr Gold brauchen. Ja, fällt mir gerade auf. Kommando. Handelaar. Sogar ein bisschen deutlich mehr Gold. Müssen die auch so weit weg? So, ist ganz gut, dass mein Gesandter alles ein bisschen erkundet. So, gleich kann ich den neuen Siedler bauen. Fast Timing. Oh, Alter, wie der Stecke gemütet. Meine Eltern kamen gerade rein. Ja. Klar. Das sollte uns hoffentlich nicht zu sehr schwächen. Na, ja, nur weil ihr seid. Bin ich jetzt nicht zum Essen. Ist hier noch jemand ein Kundschaft da? Ne, er muss halt wegschießen und dann nochmal neu hingehen. Ja, ich hab nur Angst, dass ein Gegner in der Nähe. Ja. Na, ne, sieht glaube ich nicht so aus. So, da wird jetzt die erste Bank gebaut. Zimmermann, Jäger. Und dann schicke ich mir gleich nochmal. Ah, nee, shit. Erst den Bankwagen schicken, dann 700 Holz. Hallo? Ja. Ach, die ziehen jetzt aber schon eine Wall, okay. Okay, das heißt, die spielen ja defensiv. Der Panas auch noch H1. Ja, krass, also, okay. Die anderen jetzt auf den Rush gehen und wir dann, die dann ausboomen, weil der Japaner nur boomt, dann wird das, glaube ich, ganz gut ausgehen. Ja. Hallo? Ja. Handelaar. Aber man weiß ja nie. Ach, Dominik sieht auch schon eine Wall, okay? Ja. Pass mal auf, da hinten kann man immer noch durch. Ah, als Brite würde ich aber da ein bisschen aufpassen, nicht zu viel Holz investieren gleich, ne, am Anfang. Hallo? Engel ist Franzose. Du kannst nochmal mit deinem Gesandten rübergehen, bevor die Mauer zu ist, und gucken, ob der Wasser geht. Warte mal, wo ist mein Gesandter gerade? Hier. Ja. Wo soll ich hin, zu Engel? Ja, nochmal am Wasser entlang laufen, ob die nicht doch noch auf Wasser gehen. Jo, mach ich. Bevor die Mauer zu ist. Kommando. Wird gemacht. Timmermann. Jäger. So, dritte Bank kommt. Diesmal alles ein bisschen schneller. Die Jagdhunde muss ich mir noch holen. Zack, wird gemacht. Dann holen wir uns nochmal gleich Holz. Klar. Das heißt, ich werde mehr Nahrung benötigen. Ich du Jäger. Machen wir. Ja. Kommando. Ja. Ah, gut, bist du noch mit durchgekommen. Ja, da steht ein Hafen, aber vom Porto. Oh, ich will eigentlich ungern auf Wasser gehen, aber das muss man ja quasi. Vielleicht kannst du das ja als Holländer versuchen. Deine Eco kann ja eh nur 50 Fils beherbergen. Auf Wasser dann zu gehen? Mhm. Kann ich machen. Ich weiß nicht, ob du das mal. Ich brauch halt das Holz erstmal für die Banken, ne? Ja. Sollte ich jetzt trotzdem sicherheitshalber schon mal eine Kaserne bauen und ein paar Plänkler zum Schutz? Also Engel hat schon Kaff draußen, also... Ja gut, dann ist aber Kaff natürlich nicht, dann ist Plänkler nicht so geil. Hast du schon Tiere draußen? Just. Also ich hab vielleicht noch... Oder soll ich versuchen, schnell ins Dritte zu kommen? Das kannst du natürlich auch versuchen. Ich hab nur kein extra Gold dabei. Aber ich hab mir jetzt gerade nochmal Holz geschickt, dann kann ich gleich noch eine Bank bauen. Hallo? Oh, deine ganzen Siedler sterben. Dominik. Ja. Jache. Ja, du musst früher die Kaserne bauen oder da früher Truppen pumpen. Du machst das immer viel zu spät. So. Also wie gesagt, ich setze jetzt hier, ich baue jetzt keine Truppen. Ne? Ich versuche jetzt schnell ins Dritte zu kommen, um dann die Dings zu bauen. Das ist jetzt der Plan hier. Das ist natürlich sehr riskant. Jager. Vor allem, ich hoffe, dass die Kaff nicht so schnell kommt. Klein. Hallo. Okay, ja, Handelaar. Ist so gut. So, sobald hier die nächste. Wo ist die Kaffin?
Klar. Hat es einer von euch noch gesehen, wo die Cuffin ist? Nee, leider nicht. Ich glaube, da oben ist oben links. Zieh sie mal, deine Siedler, die da entweder kann nichts machen, entweder den Außenposten oder mach mit denen irgendwas. So, ich age. Ja. Und baue gleich nochmal. Ah, jetzt hatte ich natürlich keine Nahrung. Hat zufällig jemand 100 Nahrung übrig? Hallo? No, gerade nicht. Ja, ich, aber. Kaffee bei mir, Achtung. Okay. Oh shit, ja, das ist gefährlich. Hallo? Ja, shit, da kann ich jetzt mit meinen Siedlern noch nicht hin. Ja. Timmermann. Jäger. Hallo, okay. Ja. Nein, jetzt haben sie den. Oh, jetzt haben sie den weggeschossen. Kommando. In dem Moment, wo ich die Herde ordentlich schießen wollte, es ist immer so. Immer. Es ist unfassbar. Deine Siedler stehen hier gerade. Ja, ich bin aber gerade am Fighten, ich sehe das schon. Achso, okay. Kommando. Ja, ich baue jetzt einen Stall. Dann mache ich die Anti-Kaff. Hallo. Alles klar. Klar. Handler. Hoffen wir mal, dass das dann gut läuft. Kommando. Ja. Hauthacker. Klar. Hallo. Ja. Kriegst du das alles abgewehrt? Oh, du hast auch sehr schön mit den Häusern gebaut. Das gefällt mir, Spray. Wie sprichst du meinen Namen richtig aus? Sprechen andere Leute den nicht richtig aus? Entweder Spray oder Sprüh. Nö, oder Spray ist, finde ich, relativ eindeutig sogar. Ja, hallo? Das denke ich nämlich auch immer. Timmermann. Jäger. So, hier sind die ersten im Bau. Ich brauche nur noch ein Haus. Klar. Meine Siedler werden jetzt gleich dann zum Hafen gehen. Ich habe nur aktuell echt kein Holz, ne? Ich kann ja. Okay. Kannst du das vorne da mit der Karavelle und den 100 und die 400 Holz agen? Oder geht das nicht? Das ist schon, ich bin schon im dritten. Ja, bist du damit geaged, meine ich, das war ja die Frage. Achso, ich bin schnell geaged, um Kaff schnell bauen zu können. Ich dachte, das ist relativ problematisch hier. Dann liefen gerade einfach so Armbrustschützen lang und das heißt, er hat anscheinend, glaube ich, schon irgendwo was stehen. Ob er eine Kaserne hier bei mir hat oder was anderes. Okay. So, wo braucht ihr Anti-Kaff? Ich hab's jetzt in der Mitte mal. Gerade nirgends, aber. Okay. Wichtig, dass wir haben. Ja, halt. Ja. Ja. Jage. So. Kommando. Wenn du ein paar Musketiere hast, klar. Dann guck mal, ob du da den Handelsposten sicher eingerissen bekommst. Kommando. Kommando. Ja. Hauthacker. Ja. So, Nahrung. Juist. Okay. Jager. Klar. Kommando, juist. So. Ach, shit. Ich brauche ein Haus. Ja. Ich brauche ein Haus. Hallo? Juist, houthakken. Ja, Kommando, houthakken. Zu wenig Ressourcen von allem. So. Also ich kann auf jeden Fall jetzt ordentlich Antikaff rausbauen. Ich baue mal sicherheitshalber dann noch. Gaub ab mit dem Boot, ob die irgendwo noch jetzt ein Kriegsschiff oder so haben. Ja, wird gemacht. Ja, weil mich ist schon ein bisschen überrascht, dass auf einmal 8 Armbruchtütchen lang liefen. Soll ich nur auf Antikaff jetzt erstmal gehen oder soll ich auch ein bisschen Plänkler bauen? Klar. Die werden wichtiger. Ich habe ja Plänkler. Die Reuter werden wichtiger, ich habe ja selber genug Plänkler. Gut, dann baue ich jetzt nur Reuter, ich habe schon 15 Stück draußen. Also meine Wirtschaft ist eigentlich ganz gut dabei. Boah. Komm, ich hol mir die Kühltechniken. Hallo? Timmermann. Klar, Jäger. Kommando, Timmermann. 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 Houthakker. So. Okay, das sind lauter Fischerboote. Ja. Ich hab zwar eine Karavelle, aber ich hab irgendwie Schiss, dass wenn ich da hingehe, die dann einfach Kriegsschiffe zu bauen. Ja, ja. Da unten ist die Galeere von dem einen. Die Galeone. Shit. Quartier mal deine Fischerboote ein. Quartier die mal Fischerboote ein, die schießen dann zurück wie in einem Dorfzentrum. Ich
kann sie abfangen hier mit meiner Salven. Jetzt bewegt der Arsch sich, man, lass mich doch schießen. Halik, du Head. Timmerman. Jäger. Klar. Timmerman. Okay, schieß mit drauf, Dominik. Ja, du mach ich. Kannst. Ja, so. Ich brauche auch mal eine Karabelle, ne? Ja, also meine Wirtschaft ist eigentlich ganz gut. Ich brauche jetzt aktuell nur die Antika. Ja. 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 So. Ja, wenn deine Karavelle angedamaged ist, dann kannst du dich zum Hafen von ihm stellen, die heilt dich. Ja, hallo, Houthacker. Kommando? Okay, juist. Okay. Wo ist denn. Ist da noch ein Gegnerschiff jetzt? Ja, das hat sich aber zurückgezogen. Okay. Ich würde jetzt nicht pushen, das wird glaube ich nichts. Nee, ich stelle mich nur da mal hin. Ja, okay. Nehmen wir das Gold. Ja. Jetzt fehlt mir ein bisschen die Nahrung langsam. Klar. Kommando? Okay, Jäger. Klar. Ja. Guck mal, ob du den eingerissen bekommst. Jäger. Bau vor allem mal ein paar Tore da rein, ne? Ja. Ey, ich gehe übrigens ins Viertel. Bin ich auch schon gleich drin. Perfekt. Also hier kein großes. Mich wundert es auch, dass sie nicht so. Also viel stärker noch geradet haben. Das wundert mich ein bisschen. Ja, Engel hat da, glaube ich, gemerkt, dass wir boomen und er das alleine wahrscheinlich nicht hält gegen uns. Weshalb er dann wahrscheinlich auch angefangen hat zu boomen. Ja. Kommando. Macht auf jeden Fall Sinn. So, wo ist jetzt hier noch Nahrung, Freunde? Okay, da? Ja, ja, jetzt. Okay, das sind richtig viele Blanker. Ja, geht raus. Macht oder noch jemand, oder soll noch jemand Nahkampfkraft machen? Du kannst ja eine Mischung bauen, je nachdem, was du machen möchtest. Ja, okay, dann baue ich noch eine Mischung. Ich hatte nicht vor, in der Runde hier einen Stall zu bauen. Nee, dann mache ich noch die Husaren zu meinen Anti. Ist da oben Kraft eigentlich? Nee, ne? Nein, aber die greifen weit. Ja, ich baue jetzt Husare. Ich habe jetzt nur ein bisschen Nahrungsengpässe leider. Hallo? Ja. Jage. Hallo? Timmerman. Timmerman, Houthacker. Klar. Da läufst du schon hin. Okay, Jäger. Wie sieht's da oben aus? Klar. Ja, die pushen halt nicht. Engel hat eine Menge Kraft. Achtung, schick mal. Also, wie sitzt er denn auf? Zieh ich da mal zu Dennis. Ja, er ist da drin. Sag das doch vorher. Okay. Jo, ich komme. Ich auch. Komm mal, Houthacker. So, ich meine, das habe ich alles. Ah, nee, halt, die Tulpen sind, glaube ich, wichtiger als die Fabriken, oder? Je nachdem, wie viele Fabriken du hast. Das war schon sehr stark. Steht da drauf, ja, wie wir das okay. bringen. Ja. Pass mit deinen Siedlern auf. Ja. Zieh dir eine Kraft raus, die werden gerade vom Blenker abgeknallt. Ja, ja. Versuch halt ein bisschen hinten ran zu machen. Klar, okay. Boah, Alter, der hat schon Kürassiere und alles, ne? Ja. Aber ich hab ja auch Ballonbus, also das wird glaube ich ganz gut. Ich brauche jetzt erstmal mein Upgrade hier. Mach doch mal bitte kurz Tore, meine Longbows laufen da vorbei. Klar. Aber lass das noch nicht pushen, ich möchte erstmal warten, bis die auf Wach upgraded sind. Juist, jage. Vorher wird das Kommando? Ich ga, jage. Ah, shit, die pushen hier so ein bisschen. Ja. 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 Ah, mir fehlt Holz. Hallo, Houthacker. Ich suche jetzt gar nicht. Ja. Timmerman, Houthacker. Okay, okay, okay. Ja, du musst halt, da kommt Kaffee, schieß mal an. Ja, ich stelle mich da jetzt hin, hau die mit einer höheren Range weg, die Plankler. Wenn dann mit deiner Kaffee drauf geht, dann schießt mir dein Bruder drauf. Du brauchst mehr davon. Klar, ja, ich ga. Ja. Ja. Ja, dann greif ich uns an.
Ich muss jetzt auf der anderen Seite. Oh, kommt er? Ja, okay. Ich versuch selber mal die Beta hier ein bisschen rauszufokussen. Hallo? Timmermann. Hauthacker. Oh, schön. Da sind viele drauf gegangen. Zieh ich da raus? Da ja, sind, mach ich dann. Ja, okay. Ja, okay, das lief doch ganz gut. So, weitere Armee ist in Bau. Ja. Hallo? Timmermann. 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 Hauthacker. Kommando. Ja. So, ihr habt ja nichts mehr zu tun. Ja, die wollen sich da rausziehen. Okay. Okay, ja. Was, das wollen wir mehr pushen? Ja. Ja, wir pushen die jetzt. Wir haben mehr Punkte. Wir sind zwei sind im vierten. Ja. Okay. Bevor die anderen jetzt nachziehen und der blaue anfängt Units zu pumpen. Nein, der ist jetzt nur geboomt. Der ist jetzt 4 und hat eine Menge Punkte. Jo, machen wir. Die Linde verliert jetzt, glaube ich, seine Armee, weil er lieber die Mauer angreift, anstatt einfach vorbeizulaufen. Oh, okay, krass. Klar, Kommando. Das bringt eigentlich nicht wirklich viel. Kommando? Nee, denke ich auch nicht. Ja, jage. Klar, ja. Baust du hier noch ein paar Tore rein, dass wir ein bisschen mehr notfalls durch können? Ja, kannst du schon pingen? Wo? Okay. Ja, überall in die Mauer halt, du hast halt. Da, wo unsere Armee steht. Aber ich stelle mich da nicht über die Range, wenn da irgendwas auf die Fresse will, dann kann das. So, genau, Fabrik muss ich mir schicken. Ja, klar. Boah, langsam bin ich jetzt schon wieder mit dem Micro ein klein wenig überfordert. Oh, shit, das brauche ich doch gar nicht. Hier, das brauche ich. Boah, ich habe mal kein Gold, Alter, dass das mal vorkommt. Oder nicht genügend Gold. Hast du überhaupt keine Siedler auf Gold? Nee. Das macht aktuell nur meine Banken. Was schon ziemlich geil ist. Aber ich glaube, ich tue wieder ein paar auf Gold mittlerweile. Ja, das ist zu krass. Hallo? Was du idel willst, in meiner Base rumhängen. Ja. Klar. Ja. So, jetzt muss ich aber auch auf Mühlen gehen, das wird mich jetzt auch schwächen. Hauthacke. Klar. Juist. So. Upgrades. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Zwei Fabriken holen. Kommando. Auch der blaue ist im H5. Lass mal pushen. Ja. Ich krass. Ja. Okay. Klar. Ich knall ein bisschen ab, bevor der blaue. Ja. Wo ist meine Kraft? Die Kraft kommt. Ja. Okay. Ja. Ich krass. Okay. Ich krass. Klar, okay. So. Also, ich muss halt den Wald da umbauen bekommen, ne? Sonst kann ich nicht so richtig pushen. Ich gehe ein bisschen auf den Handelsposten. Ja, ich würde eher sagen, dass du ein bisschen auf die Mauer mitgehst und wieder alle anderen da oben stehen Kanonen. Kacke. Ja, warte mal, dann gehe ich auf die andere Seite. Klar, der Shit. Das ist halt jetzt nicht so geil für meine Dings zu sehen. Boah, jetzt hat er das Ding geupgradet, ernsthaft? Alter. Das gefällt mir nicht. Da hast du ein paar Kanonen, dann wird das Tür perfekt ausgelegt. Wir müssen hier links das Ding einreißen, kann ich. Ich habe ganz viel Kaffee, aber. Beruhigt und ruhig, dass Engel gerade gar nichts macht. Ja. Ey, der hat 600 Punkte, Mann. Was ist denn falsch mit dem? Ja, das ist echt nicht gut. Dieser blaue ist total stark. Du hast da die Yumi stehen da alle außerhalb der Mauer. Du kannst da ruhig mal mit deinen Sachen drauf gehen. Jo. Mach ich. Dann Daimyo ein bisschen fokussen kann. Ja. 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 Oh mein Gott, meine Nahrung ist halt überhaupt nicht gut aktuell. Das ist Dosare, kannst du die bitte fokussen, bevor die meine Jungs mit meinem Longboss. Ja, wird gemacht. Dominik, kommst du nach? Ja. Du musst jetzt schwer kommen, das ist wichtig. Ja, nicht ganz einfach. Was brauchst du denn für Ressourcen?
alles. Das ist natürlich klasse. Hallo? Das ist nicht so gut. Just. Ja. Okay. Hauthack. Klar. Okay. Ja, ja. Wir brauchen hier Kanonen oder irgendwas, die Mauer muss weg. Ja, okay. Einer muss auch ins Schiff kommen. Ja, wir sollten uns erstmal wieder ein bisschen zurückziehen. Ich sammle erstmal wieder meine Einheiten. Jetzt habe ich auch ein paar Gold. Kommando? Ja, klar. Wo sind hier jetzt noch Gold? Gold, Gold, Gold. Da sind eine Menge schwere Kanonen. Nee, die ganzen Yumis. Du brauchst mehr Bizarre. Das ist alles nur. Die haben nur Anti-Inf. Ja, okay, ich mach mehr. Mehr Husare jetzt wieder. Hallo? Buh. Also ich brauch da nicht raufgehen, bevor die schweren Kanonen da stehen, wirklich. Das ja. Ich kann nicht mich. Da kann ich lieber aufgeben, als das kämpfen zu wollen. Ja, ja, warte kurz. Gleich müssen noch mal ein paar Husare rauskommen. Und dann kann ich da drauf gehen. Kommando. Okay. Okay. Kommando. Okay, jetzt habe ich 8 Husare mal. Ich versuche mal an die Kanonen zu kommen. Du kannst mit den Rötern auch aufgehen, halt. Und mal einen Schuss drauf und wieder weg. Weil die stehen gerade alle hier vorne. Du kannst versuchen, mal von der Seite aufzugehen. Ja, ich guck, das macht eine Menge zu Damen. Warum hast du keine Units? Okay. Ja, eine Kanone kriegst du da nicht nochmal raus, oder? Ich mach hier eine Revolution, Alter. Was soll das werden? Hä? Ganz ruhig. Ich meine, die sind Damen da. Ich weiß nicht, was da mit dem gemacht hat. Jetzt kriegen wir das noch hin. Kein Stumm. Bist du schon am Agen? Brauchst du denn, was brauchst du für Rohstoffe, Dominik? Essen. Essen. Nein. Ja, warte. Essen. Klar. Ja, ja. Ich bohrin. Also. Ah, shit, ich brauch mehr Häuser. Kommando. Klar. Du hast keine Max Häuser gehabt, also keine Max Pop oder was? Nein. Ich kämpfe die ganze Zeit auf 200. Also gut, ich habe gerade alle meine Longbows verloren. Ja, shit, man. Ja, Dominik, da fehlt einfach ein bisschen Armee. Ich kann sehr viel zu schnell nachpumpen. Meine Wirtschaft ist. Also ich bin am Siedlermaximum, aber übrigens. Das ist gerade kurz als Holländer. Ja, ich weiß. Ich baue noch weitere Schifferboote. Schifferboote sag ich schon. Fischerboote. Ja, just. Kommando. Okay, ja, ich kann ja. Okay, klar. Ja, okay, just. Kommando. Ja, ja. Klar. Ja. Just, klar. Okay, ja, okay. Da kommen Yumis auf dich zu. Also. Klar. Ja, ja, ich greife an. Anfallen! Alter, will man die Siedler angreifen, der Arsch. Also mehr Armee kommt von mir auf jeden Fall gerade. Ach, das ist ja was ich beim. Oh ne, das sind Samurai. Ne, das sind Hamato-Samurai, das sind quasi Roni. Ja, toll. Also ich, jetzt nur die Frage, wann wir aufgeben wollen. Ja,
Oh Mann, damit dabei ist meine Wirtschaft halt so geil, aber die sind halt einfach die falschen Einheiten, ne? Da kann ich nicht viel mehr dagegen bringen. Alter, mit wie viel Samurai kommt der da? Ey, der hat die Karte genutzt, dass er sein Gold in Export umwandeln kann und hat die dann gebaut. Ja, gut, das ist halt einfach. Ja gut, gewinnen wir glaube ich nicht mehr. Nee, ich hol mir noch ein paar Antipassen. Wenigstens um hier eine Chance ein bisschen gegen Engel zu haben. Aber nehmen wir das nicht mehr. Ja. Das war zu stark. Ja gut, ich glaube da können wir dann mal aufgeben. Aber war ja trotzdem ein interessantes Matchup, die waren einfach dann doch ja stärker in der Wirtschaft und dann halt auch einfach in den Militärunits. Aber trotzdem ein interessantes Spiel. Ich meine, am Anfang konnten wir sie eigentlich ganz gut zurückpushen, ne? Ja, ich konnte nie richtig Armee bauen. Ja, das. Woran lag's denn da? Ja. Weil du hast weder Wirtschaft noch Units gemacht, auf eigentlich was du gemacht hast. Am Anfang den Wall gebaut. Ja, habe ich auch. Und das aus Häusern. Ja, schauen wir doch mal in die Statistik rein. Vielleicht gibt uns die ein paar Aufschlüsse. Oh ja, Stray, ordentliche Wirtschaft gehabt mit 81.000, da hatte ich jetzt nur 72.000. Aber Antigraf, Alter, fast 100.000. Der Typ ist einfach total stark gewesen. Also ich glaube, wenn der nicht dabei gewesen wäre, der hat die richtig hochgezogen. Schau, also weil Jupiter als Engel hier 47.000 Ressourcen, das hätten wir locker ausgleichen können, Stray. Genau mit Dani auch, ja. Also ja, Dominik, du warst nicht HP, du hättest schnell HP gehen müssen. Deine Wirtschaft, du warst, ich weiß nicht, was du angestellt hast, Junge, aber ich bezweifle, dass du 20 Häuser hattest. Jetzt schauen wir mal noch hier. Boah, alter, Antigraf hat 433 Kills gemacht. Gut, jetzt am Ende natürlich nochmal richtig viele. Heieieiei. Du hattest die meisten Militäreinheiten sogar, Spray. Langbogenschützen ohne Ende gespammt. Es tut mir leid, dass ich die nicht so perfekt beschützen konnte, als dann einfach so viel kam. Aber die haben das halt echt auch so schnell wieder weggesäbelt, meine Einheiten. Ja, da hat er sein Gold in Export umgewandelt. Ja, dafür habe ich meine Wirtschaft, also ich war dann einigermaßen zufrieden, dass ich meine Banken so hoch bekam, dass ich auf die Mühlen umsteigen konnte, trotzdem Fischerboote hatte. War ich recht zufrieden. Warte mal, jetzt interessiert mich mal die Rohstoffsammelrate. Ja gut, da war ich halt Platz 3. Da warst du aber schon sehr stark mit dem Britenboom dabei, Spray, muss man sagen. Aber, boah, Alter, hier Antigraf, vor allem schau mal diese Kurve, bei Minute 26 zu Minute 26:13. Wie krass. Ja, das ist die Karte, da sind deine Ressourcen umgewandelt worden. Ja. Die Karte ist echt stark, also in dem Moment, das war der richtige Move, ne, dann... Ja, das ist aber die größte Trollkarte einfach, ist so witzig. Hatten wir aber keine Chance mehr, ne? Ist das halt so, leider. Also, weil, wenn ich jetzt hier halt sehe, Engel hatte nicht so eine starke Ressourcenwirtschaft, das ist... wirklich hier der blaue Antigraf gewesen, der wirklich so extrem stark war. Ja. Ha, verdammt, und ich hatte jetzt auch vergessen, ich habe mein Arsenal extra gebaut gehabt, aber ich habe dann nicht mehr die Einheiten-Upgrades mir geholt. Ich war dann so im Kämpfen und Wirtschaftsbauen und... Jetzt ist ja die Frage, ob du die Landnahme im Deck hast. Fischerboote bauen? Nee, die habe ich nicht. Also doch, habe ich. Doch. Die habe ich sogar. Oh Gott, die hätte ich mir auch schicken müssen, ja. Nee, die hast du nicht im Deck. Ja, habe ich. Nee, die hast du nicht im Deck. Nicht? Nee, aber ich habe das weiterentwickelte Arsenal, das sind dann die Landnahmen. Das ist die Karte, wodurch Plantage und Mühlen günstiger werden. Die Karte ist so krass. Ah, ja. Ja gut, die ist dann halt im späteren Spiel natürlich sehr wichtig, das stimmt. Nee, die ist eigentlich null wichtig, die lässt sich die Battleground bloß immer schicken. Ach so, okay. Ja, aber weil ich gerade beim Arsenal war, habe ich mir gedacht, hätte ich mir eigentlich auch das weiterentwickelte Arsenal schicken können, hätte ich richtig Upgrades holen können. Gut, war auf jeden Fall zu spät, aber war hier auf jeden Fall mal ganz interessant, hier die Hamato-Samurai als Gegner zu sehen. Und ich meine, dann noch Kürassiere, ja, hatten wir einfach keine Chance mehr und dann hatten wir natürlich nicht genügend Militär auf dem Feld. Ja, trotzdem ein interessantes Game. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Ging ein bisschen länger hier, mit Wellen wurde gearbeitet. Wir konnten einen Angriff ganz gut abwehren, aber unser Gegenpush hat dann einfach nicht funktioniert und dann hatten wir keine Chance mehr. Ja. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.